Sie zeigt mich ernsthaft wegen Verleumdung an. Du laberst doch eh den ganzen Tag nur Scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden, diese Ansicht ist einfach nur maximal dumm. Das unterstellt er mir ernsthaft auf Instagram. Krass, oder? Warum eigentlich Staatsanwaltschaft Siegen? Indem sie mir einfach droht. Ich stelle nur Fragen. Also ich weiß, dass ich jetzt keinen beliebten Vornamen habe, ist auch okay. Ja, meine Freunde, viele von euch haben es sicherlich mitbekommen durch mein Hauptvideo und durch meine Streams, die ich auf Twitch mache. Ich wurde verklagt von der lieben Frau Wissenschaftlerin. Guckt euch gerne das Hauptvideo dazu an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich werde euch jetzt ein Update geben. Also wir reagieren quasi auf mein eigenes Video, wie wir es einmal die Woche halt machen. Bisschen eingebildet, aber das passt heute schon. Ich gebe euch Hintergrundinformationen und sag euch alles, was ich weiß, denn es gibt bereits neue Informationen. Ich bin da mit dem Anwalt dran und da wird es sicherlich in Zukunft ein bisschen Content zu geben müssen. Vorneweg, was war der Grund? Ich wurde auf Social Media diffamiert, unter anderem durch einen Maurizio. Ja, dieser Maurizio wird gleich auch Teil des Videos von mir sein. Unter anderem bezeichnet er mich als Rassisten, als Narzissten und so weiter. Ne? Er unterstellt mir, dass ich angeblich Doxing betreiben würde, Bullying betreiben würde und so weiter. Angeblich hätte ich mich in mehrfacher Hinsicht strafbar gemacht. Das war so der Hintergrund. Dass so Leute jetzt eine ekelhafte Hetzkampagne gegen mich fahren und dass so eine Wissenschaftlerin ursprünglich mal sich relativ abfällig gegenüber die Altenpflege geäußert hat. Das war der Hintergrund. Wir schauen uns jetzt das Video, wie gesagt, an. Das geht 13 Minuten, das ist also relativ kurz. Und da gebe ich euch jetzt aktuelle Informationen, denn das, was da aktuell passiert, ist echt ein bisschen ekelhaft. Also, Abfahrt. Meine Freunde, wer erinnert sich noch dran? An die Wissenschaftlerin, die erst die komplette Altenpflege kaputt gerichtet hat. Genau, das war der Ursprung, ne? Sie hat die Altenpflege, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Wahrscheinlich jede Menge haben es gesehen, wo sie die Altenpflege als strunzdumm hingestellt hat, als inkompetent. Und dann hat sie unter anderem so Dinge gedroppt wie Lesen ist das mit den Buchstaben, das würde in der Altenpflege ganz schlecht funktionieren. Das heißt, sie hat jedem Altenpfleger oder Altenpflegerin noch unterstellt, dass sie oder er nicht lesen könnte. War auf jeden Fall höchst sympathisch. Was mich an der ganzen Situation halt stört, ist die Tatsache, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die an einer Universität arbeitet. Das finde ich höchst erschreckend, dass so eine Frau überhaupt irgendwas dazu sagen hat, weil die ist echt ganz schön hart, die Frau. Geredet hat und mich dann aufgrund meiner Kritik noch bedroht hat. Aber es ist auffällig, dass diese Scheiße, die wirklich strunzblöd ist, immer nur aus der Altenpflege kommt. Dumme, peinliche Videos, meistens Altenpflege, Langzeiteinrichtungen. Ja, genau, sympathisch. Ja, sympathische Frau auf jeden Fall. Nicht. Für genau diese Art der Aussagen haben wir sie im Verlauf mehrfach kritisiert und gelangten dadurch wieder ins Kreuzfeuer ihrer irrationalen Hetzkampagne, wo sie mich diffamierte und bedrohte. Diesmal bin ich auf YouTube. Das war nicht clever. Ich gehe auch übrigens davon aus, dass ich für dieses Video auch angezeigt werde. Ja, es hat 30.000 Aufrufe wahrscheinlich jetzt in Realtime und ich glaube, dass ich auch da nochmal angezeigt werde. Ist mir aber egal, weil ich habe Quellverweise gegeben. Die Frau ist öffentlich mit ihrem Profil. Also ist mir scheißegal. Ja, ich lasse mir von der keine Angst einflößen und ich setze mich weiter für Patientenrechte ein. Und wenn sie denkt, sie könnte mich erpressen, dann ist sie bei mir einfach an der falschen Adresse. Ja. Sie hat halt einen Ehemann. Der Ehemann ist Rechtsanwalt, aber der hat mir noch nie geschrieben. Wahrscheinlich sagt er ihr auch jeden Tag dreimal, Monia Schatz, lass es doch einfach sein. Der Kevin hat doch recht. Monia, Schatz. Bitte, lass ihn doch einfach in Ruhe. Du laberst doch eh den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, ist ja zu Hause nicht anders wahrscheinlich. Monia. Wenn wer sich so im Internet gibt, der hat ja wahrscheinlich, ne, liebe Grüße an Ascaron, im Real Life nicht viel zu sagen. Das war nicht clever, Kevin. So drohte sie mir unter anderem mit einer Strafanzeige, die im Verlauf tatsächlich gekommen ist. Denn ich habe unter anderem Post von der Polizei Berlin bekommen, wo wir gleich genauer drauf eingehen werden, weil das, was da passiert ist, ja, ist schon irgendwie fast ein bisschen lustig. Ja, anzeigen kann in Deutschland erstmal jeder jeden. Ist unfassbar. Sie zeigt mich ernsthaft wegen Verleumdung an. Es ist unfassbar. Ist auch für mich kein Problem, weil ich habe mir da nichts vorzuwerfen, aber der Wissenschaftlerin und ihrer Gefolgschaft scheint diese Anzeige alleine nicht auszureichen. Ja, die Anzeige gegen mich war tatsächlich noch das harmloseste. Parallel dazu startete man nämlich eine Hetzkampagne gegen mich und meine Exposed-Formate. So besitzt diese toxische Pflegebubble scheinbar 2 Jahre alte TikTok-Livestreams von meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut lesen könnt, aber dieser Maurizio, ne, der von mir sich übrigens ein paar Abmahnungen einfängt, wegen seiner Falschaussagen hier, der schreibt halt original in seiner Insta-Story, also bevor er seine Insta-Story gepostet hat, kommen wir gleich noch zu, hat er erstmal Werbung gemacht, es gäbe Beweise, dass ich Rassist sei. Okay, habe ich gedacht, die Beweise möchte ich selber mal sehen, weil ich bin ja höchst interessiert daran, dass ich ja scheinbar ein Rassist bin. Er schreibt auf jeden Fall, das ist Kevin. Kevin gibt gerne rassistische Äußerungen zum Besten, wirft mit Beleidigung um sich, bedroht andere Pflegekräfte und betreibt zudem Doxing. Ich, der sich gegen Doxing einsetzt, okay, ich betreibe scheinbar Doxing. Kevin glaubt, eine selbsternannte Lichtgestalt der Pflege zu sein, dass das Internet ein rechtsfreier Raum sei und Selbstjustiz
Dufte oder durfte es. Sei kein Kevin, sei kein Rassist. Halte dich an das Grundgesetz, achte das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, übe keine Selbstjustiz aus und betreibe kein Doxing. Andererseits ist dir dies alles egal, dann rechne damit, dass die Justiz sich mit dir beschäftigt und du dir das Mimimi sparen kannst. Freunde, ich bin der Doxing King, oder? Ich beleidige ja auch ständig. Man kennt mich ja auch nur als beleidigenden, doxenden Rassisten, oder? Chat, unfassbar. Dass er hier auch noch irgendwie schreibt, ich würde Selbstjustiz üben oder durchführen, wie auch immer, ist vor allen Dingen ein bisschen komisch, weil ich weise die Behörden nur darauf hin, dass da ein Fehlverhalten vorliegt. Alles Weitere machen ja die Behörden. Ich kann ja nur darauf hinweisen. Ich schreibe ja nur E-Mails. Also wenn es jetzt schon zur Selbstjustiz gehört, dass man E-Mails schreibt, dann schreibe ich gerne weiter E-Mails, ja? Er ist einfach nur dumm. Freunde, brauchen wir nicht drüber reden. Diese Ansicht ist einfach nur maximal dumm. Und reißt diese jetzt aus dem Kontext, um mir unter anderem Rassismus zu unterstellen. Genau, er macht nämlich Werbung. Eines der Beweismittel, die Staatsanwaltschaft Siegen, ich weiß gar nicht, warum Staatsanwaltschaft Siegen, warum eigentlich Staatsanwaltschaft Siegen auch hat, ist online als Story. Nicht enttäuscht sein, dass ihr Idol doch kein Idol, sondern einfach nur Rassist und Narzisst ist. Krass, oder? Das unterstellt er mir halt ernsthaft. Das unterstellt er mir ernsthaft auf Instagram und postet dann die Story, die beweisen soll, dass ich Rassist bin. Die Story gucken wir uns gleich zusammen an. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ne, expost mich ja scheinbar, beziehungsweise nicht. Es ist also sehr spannend. Aber gut, all die Vorwürfe werde ich im Verlauf des Videos debunken. Also keine Sorge, es bleibt auf jeden Fall spannend. Eine für mich absolut toxische Pflegebubble, die mich und meine Exposed-Formate zerstören möchte und dabei nicht vor den schlimmsten Anschuldigungen zurückschreckt. Dazu gleich mehr. Das kleinste Problem dabei ist noch, dass sie mir im Verlauf auf Twitter und Instagram unterstellt, meine Videos seien schlecht in Szene gesetzte Werbung für Holy. Das ist auch geil, ne? Ich habe das in meinem Video nicht ganz vorgelesen, weil ich dachte, interessiert eh keinen, was die da für eine Scheiße labert, aber wir gehen das mal zusammen durch. Sie schreibt über meine Exposed-Formate, nachdem bei kritischer Betrachtung dem Zuschauer nichts bleibt, als zu glauben, wo Beweise fehlen. Ich weiß ja nicht, welche Exposed-Videos ihr gesehen habt oder welche sie nicht gesehen hat, aber meine Exposed-Videos sind von A bis Z mit Beweisen. Ich zeige euch die E-Mails, ich zeige euch die Verläufe, ich zeige euch die Antworten, ich zeige euch die Streamer, ich zeige euch das Fehlverhalten. Wo zur Hölle fehlen da Beweise? Keine Ahnung, in ihrer komischen, ultrafeministischen Welt wahrscheinlich. Wo Beweise fehlen, hat er nun vergessen, dass Clickbait sich nicht erfüllt hat. Genau, meine Videos klicken sich auch richtig scheiße. Vor allem die Exposed-Videos klicken sich gar nicht. Also lasst gerne mal ein bisschen Support da. False Balancing, mein Gott, führt nun dazu, dass emotional gemerkt wird, dass Kliniken unsicher sein könnten. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass grundsätzlich Krankenhäuser unsicher sind. Ich habe nur gesagt, dass Dinge wie Livestreams aus Pflegeeinrichtungen passieren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, dass Kliniken unsicher seien. Ich habe in meinen Videos explizit gesagt, 99,9% der Pflegekräfte machen ihren Job gut. Aber das will sie einfach nicht hören. Aber scheiß drauf. Der Streamer ist trotz vorwährender Kritik nicht bereit, sein Format zu ändern. Ich werde eigentlich so gut wie gar nicht dafür kritisiert. 99% meiner Zuschauer feiern das. Der Ethikkodex für Pflegende untersagt, den Beruf im World Wide Web schlecht darzustellen. Am Ende sollen seine Follower herausbekommen, um welche Klinik es sich handelt. Das sage ich auch übrigens immer, ja. Der Ethikkodex für Pflegende untersagt das abwertende Verhalten gegenüber Kollegen und interdisziplinär. Okay, der Satzbau ist auch ein bisschen suspekt. Ich werte also die Kollegen ab. Ja, ist schon mal sehr, sehr spannend. Ende des Clickbaits. Bleibt kritisch und ethisch. Sie schreibt, bleibt ethisch, Freunde. Sie schreibt, bleibt ethisch. Bruder, da kriege ich einen Schlaganfall. Und deshalb, nur deshalb, weil er weiß, dass meine Einschätzung so und nicht anders in ethischer Perspektive aussieht, verfasst der Streamer ein Video nach dem anderen über mich. Wollen wir mal kurz reingucken? Ein Video nach dem anderen über sie? Wir gucken mal ganz kurz rein. Das ist mein Kanal, ja? Meine letzten Videos. Wo war's? Hier habe ich ein Video zu ihr gemacht, damals noch mit den schicken blonden Haaren. Und hier hatte ich ein zweites Video gemacht. Das heißt, ich habe zwei Videos zu ihr gemacht. Und sie schreibt, ich mache Video nach Video über sie. Es gab gerade mal zwei. Aber gut. Irgend so ein Pulver. Schlecht in Szene gesetzte Werbung für Holy? Denn damit wir genug Power haben, um uns...
Ja, ihr wisst Bescheid, ich lasse die Werbung jetzt nicht durchlaufen, ich skippe meine eigene Werbung, aber richtig und wichtig, Freunde, wenn ihr mich unterstützen wollt, ja, und wenn ihr euch auch irgend so ein Pulver gönnen wollt, dann gönnt euch gerne bei Holy mit Kevin Itz oder Kevin, damit unterstützt ihr mich, aber ich skippe das jetzt einfach mal, könnt mir trotzdem ein bisschen Support dalassen. Mitbekommen haben, wurde ich durch mein letztes Video wieder einmal von der Wissenschaftlerin bedroht, die mit meiner Kritik scheinbar so gar nicht klarkommt. Direkt nach meinem Video. Nein, wisst ihr, was das Problem ist? Weil viele in den Kommentaren haben mich halt gefragt, Kevin, was ist denn das Problem der Wissenschaftlerin? Weil eigentlich verfolgt sie ja den gleichen Sinn und Zweck wie du. Sie hat ja selber oft genug gepostet, sie möchte diese Livestreams auf TikTok verbieten. Das Problem ist nur, dass ich das mache. Ich bekomme die Aufmerksamkeit, die sie sich wünscht, weil sie als studierte Pflegeethikerin die Bücher publiziert hat, die ja so erfolgreich ist, die ultrafeministische Erfolgsfrau, ja, die hat leider nichts zu sagen, weil man sie nicht mehr ernst nimmt, sondern die Leute gucken meine Exposed-Formate und damit hat sie ein Problem. Es geht nicht darum, dass das, was ich mache, dass es falsch ist. Es geht darum, dass nicht sie es macht, sondern ich es mache. Ich als toxischer weißer Cis-Mann. Das ist hier das Problem. Und nichts anderes. So, bei dem ich sie unter anderem für ihre Doppelmoral und ihren weirden Takes zum Feminismus kritisiert habe, also unter anderem wegen solcher Ausschnitte hier. Es gibt keinen toxischen Feminismus. Boah, das ist so mein Lieblingsausschnitt, ne? Oh mein Gott. Ich hab, im Schnitt habe ich diesen Ausschnitt ja tausendmal gesehen. Ich habe mich kaputt gelacht. Feminismus. Es gibt nur toxische Männlichkeit, die mit Feminismus nicht klarkommt. Ups. Ups. Hier unten war übrigens Quellverweis, ja? Lieber Askaron, falls du zuguckst, hier unten ist Quellverweis. Ups. Ja, folgten unter anderem kryptische Posts bei Twitter oder Instagram, zum Beispiel folgende. Er sollte jetzt tun, was sein Haaransatz tut, sich zurückziehen. Geht sie jetzt ernsthaft auf meine neue Haarfarbe? Also ich finde sie eigentlich ganz nice, oder? Außerdem postete sie sowas. Du machst Fehler, sei nicht so nervös. Ja, Freunde, diese lächerliche Art der Bedrohung. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Wissenschaftlerin, die hat einen Masterabschluss. So reagiert sie auf meine Videos, indem sie mir einfach droht. Du machst Fehler, sei nicht so nervös. Oder sie schreibt, ich sollte das tun, was mein Haaransatz tut, mich zurückziehen. Also, das ist, sorry Leute, ne? Ich habe schon viel Ärger mit anderen Menschen gehabt, ne? Aber so respektlos, wirklich, auch noch auf körperliche Merkmale gehen, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so die sympathische Art und Weise, muss ich ehrlicherweise sagen. Bös. Ja, Freunde, diese lächerliche Art der Bedrohung ist auch nichts Neues bei dieser Frau, wie ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Naja, als ich meinen ersten Lachkrampf dann einigermaßen unter Kontrolle hatte, weil ich mich kontrolliere, gab es noch einige Posts, die viel schlimmer waren. Denn weiter postete sie Dinge wie diese hier. Unterschätze nie Frauen, die sich zusammenschließen, egal was sie trennt. Es vereint sie immer mehr, als was sie scheidet. Das Problem bei ihr ist auch, ich kenne sie ja schon ein bisschen länger, ne? Nicht erst seit ein paar Monaten, sondern ich kenne sie schon seit ein paar Jahren. Sie versucht halt alles und jeden zu diskreditieren, der nicht ihrer Meinung ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt, oder? Naja, auf jeden Fall versucht sie jeden zu diskreditieren, der nicht ihrer Meinung ist. Bruder, ich krieg so Flashbacks, Alter. Und dann postet sie halt so eine Scheiße. Auch da kriege ich Flashbacks. Naja, ist auch egal. That's what she said. Boah, Frau Wissenschaftlerin, braucht man dafür den besagten Masterabschluss, um so elegante Zeilen zu formulieren? Dabei postete sie bewusst in ihrer Story, dass es Menschen gibt, die nach mir suchen. Also kein Plan, ob sie mir damit Angst machen wollte, aber liebe Monja, nochmal für dich zum Mitschreiben. Ich lasse mich nicht von dir bedrohen. Soll ich es dir hier nochmal aufschreiben? Und wir müssen uns mal vorstellen, dass diese Frau mit ihrer lächerlichen... Ja, ist schon krass, ne? Ich finde, auf sachlicher Ebene kann man immer Argumente austauschen. Wenn sie mich nicht mag, okay. Wenn sie meine Formate nicht mag, auch okay. Wenn sie das, was ich tue, Scheiße findet. Alles ist okay. Aber, Bruder, auf so einer Erpresserebene abzurutschen oder mich zu diffamieren, ist halt echt schon lost. ...in Art und Weise uns zu bedrohen, an einer Universität arbeitet. Bruder, das kannst du dir halt echt... Ah, es wird gleich spannend. Gleich kommt ihre Community und dann kann ich euch ein bisschen was zu den Abmahnungen erzählen. ...nicht vorstellen. Und dabei unterrichtet sie ja, wie sie selbst gepostet hat, Ethik. Sie gibt Ethikkurse. Aber gut, bei dieser Frau wundert mich halt echt gar nichts mehr. Nun ja, da sie jetzt gemerkt hat, dass ich mich weder bedrohen noch von meinem Weg abbringen lasse, hat sie jetzt ihre toxische Pflegebubble auf mich gehetzt, die im Internet Folgendes über mich behaupten. Scheinbar braucht es keine Pflegekammer mehr bei Berufspflichtverletzungen durch Pflegekräfte, weil nun viele Kevins, alias selbsternannte Lichtgeschichte... Das ist auch übrigens meine Lieblingsbeleidigung, ja? Also meinen Vornamen als Beleidigung nehmen. Das, wenn das einer macht, dann weißt du schon genau, auf welcher Ebene der unterwegs ist. Leute zu Raymond, weil sie Kevin heißen, das ist ja diese Kevins. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, dass ich jetzt keinen beliebten Vornamen habe, ist auch okay. Aber wenn man auf einer sachlichen, argumentativen Art und Weise versucht, deinen Vornamen anzuprangern... Also Bruder, komm schon. Also wirklich. Das ist halt das Allerletzte. Gestalten der Pflege, öffentlichkeitswirksam bei TikTok, YouTube und Instagram. Genau, zum Glück heiße ich nicht Ronny.
der Rönni. Instagram Berufspflichtverletzungen von Pflegekräften exposen und gleich selbst die Polizei und Staatsanwaltschaft spielen. Dass der Bodensatz der Pflege keine Skrupel hat, mit Hate Speech, sogar mit Morddrohungen zu agieren, wird in Kauf genommen, gehört... Alter, und dieser Vorwurf, ne, dass ich angeblich mit Hate Speech agiere. Also, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. Ich persönlich glaube einfach, dass ich in dieser Bubble meine persönliche Shoyoka-Bubble gefunden habe. Ich habe quasi eine Pflege-Shoyoka-Bubble ergründet, die es nie gab. Die habe ich jetzt ergründet. Es ist so geil. Es ist so unfassbar. Es ist genau die gleiche Argumentation. Du kannst es 1:1 auf Shoyoka übertragen. Es trifft 100% zu. Zu diesem abartigen Geschäftsmodell. Der Streamer ist trotz fortwährender Kritik nicht bereit, sein Format zu ändern. Der Ethikkodex für Pflegende untersagt den Beruf, im World Wide Web schlecht darzustellen. Naja, ich sag mal so, TikTok-Livestreams am Pflegebett, wo man Patientendaten doxt, sind sicherlich vom Ethikkodex auch nicht abgedeckt, oder? Ist das hier die bekannte Täter-Opfer-Umkehr, die ihr immer und immer wieder macht? Ein Maurizio, Teil ihrer toxischen Community, geht noch... Ist unfassbar, weil wir dürfen nicht vergessen, bei all dem Hass, den wir jetzt da auch haben, mit den Anzeigen und so weiter, all das, was passiert, dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass es hier halt immer noch um die Patienten geht. Ja, ich habe diese Exposed-Formate irgendwann ins Leben gerufen, weil ich das, was ich da gesehen habe, einfach unfassbar kritisch fand. Und kritisch ist noch human ausgedrückt. Das, was da passiert ist, ich weiß nicht, wer von euch alle Exposed-Videos gesehen hat. Wir haben ja inzwischen schon so viel Scheiße erlebt. Und da setze ich mich einfach dafür ein, dass es den Patienten, ja, nicht besser geht, sondern dass die Patienten geschützt werden, sagen wir so. Und da gibt es dann irgendwelche Menschen, die dagegen vorgehen wollen, die mir mein Tun untersagen wollen. Ich meine, warum? Einfach warum? Wobei, naja... Wer nicht aus der Pflege kommt, der weiß es vielleicht nicht, aber Pflege ist zwar ein super sozialer Beruf, aber es gibt super viele Einrichtungen, wo Pflegekräfte untereinander super viel Beef haben. Also diese ganze Pflegebubble ist in sich geschlossen, auch oft toxisch. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist oft mal nicht überall, ich will nicht sagen, es ist überall so, es gibt auch ganz bestimmt gute Bubbles, die da gut auch zusammenhalten. Aber das Ding ist, die Arbeitsbelastung im Krankenhaus ist so hoch, das schlägt sich dann teilweise echt um in Negativität und alle bekämpfen sich gegenseitig. Das ist halt wirklich scheiße. Noch einen Schritt weiter und behauptet tatsächlich Folgendes. Nicht enttäuscht sein, dass ihr Idol doch kein Idol, sondern einfach nur ein Rassist und Narzisst ist. Update, wer einem Rassisten weiterhin folgt. Ein Beweisvideo gibt es dazu. Wir werden dieses Beweisvideo gleich sehen, ne? Ihr wisst es, es kommt gleich. Aber unter anderem wegen diesem Post wird er abgemahnt. Und jetzt kann ich euch eine Insider-Information geben. Und zwar ist gerade aktuell der Prozess am Gange, dass wir seine Adresse herausfinden. Dieser Typ war leider nicht ganz klug, muss man sagen. Er hat so ein bisschen seine Identität verschleiern wollen. Weil das ist halt for real nicht sein richtiger Name, könnt ihr euch vorstellen. Aber sein richtiger Name, das ist sein Instagram-Profil. Hier oben schon mal sein Name, sehr sympathisch, dass er das so einfach macht. Und wenn wir hier mal auf seinem Account runterscrollen, schön, ja, ja. So habe ich ihn mir vorgestellt auf jeden Fall. Und wenn wir dann mal weiter runterscrollen, sehen wir irgendwo das Dokument, was mich sehr gefreut hat, dass ich das gefunden habe. Habt noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen mehr Geduld. Hat das offline genommen? Nein, ich hoffe nicht. Guckt doch, was der auch postet, so einen, ja, politischen Kram halt. Da hat mich nämlich ein Follower drauf hingewiesen. Boah, Bruder, was hat der alles gepostet in seinem Leben? Hier, seine Altenpflegeurkunde und da steht halt drauf, wann und wo er sein Examen gemacht hat. Das war kein cooler Schachzug von dir, mein Freund, weil jetzt weiß ich, wo du wohnst, an welche Stadt. Ist jetzt aktuell, dass wir da mit den Behörden die Adresse herausfinden können, weil ich ihn halt abmahnen möchte und er braucht halt eigentlich auch bei seiner Online-Präsenz ein Impressum, das fehlt ihm übrigens auch und naja, er hat sich halt ein bisschen self-exposed. Er hat sich ein bisschen self-exposed, war ein bisschen doof und da wird es in Zukunft nicht schwer sein, seine Adresse herauszufinden und Grüßli Müsli und Abmahnung kommt. Noch eine Information, dieser Typ macht auf TikTok Livestreams. Ich habe vorgestern einen Livestream verfolgt, wo er die ganzen Anschuldigungen mir gegenüber nochmal wiederholt. Der sagt quasi, ich sei Rassist, ich hätte schwarze Kollegen als Affen bezeichnet, habe ich übrigens nie gemacht, kommen wir gleich noch zu. Aber das wiederholt er aktuell in seinen TikTok-Livestreams. Und die habe ich auch, Freunde, auf meiner Festplatte. Ja, moin. Also, der wird auf jeden Fall das noch bereuen, nicht nur die Posts, sondern auch die Streams, die er macht, gegen mich, weil die halt voller Lügen sind. Ja, voller Lügen. Zu, sollte sich tunlichst mal selbst reflektieren und nicht hier seinen Sülz abgeben. Er hat sich mehrfach strafbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt seit dem Frühjahr gegen ihn und ich hoffe inständig, dass die Justiz ihm die Grenzen seines Handelns aufzeigt. Ja, auch das wird abgemahnt, weil dass ich mich mehrfach strafbar gemacht hätte, stimmt halt nicht. Auch meinen Followern direkt, die mich in den Beiträgen verteidigen wollten, bezeichnete er mich immer und immer wieder als Rassist und Narzisst. Angeblich gäbe es dafür sogar Beweise.
Da schauen wir gleich mal genauer drauf. Ironie des Schicksals ist, dass dieser Typ laut eigenen Angaben tatsächlich Lehrgänge über Rassismus gibt. Also, er hat das zwar selber geschrieben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Ohne Witz, Chat, er bezeichnet mich als Rassisten und gibt dann noch an, er würde angeblich Lehrgänge dazu geben. Könnt ihr euch das vorstellen, wie er da vorne steht irgendwie und dann Lehrgänge dazu gibt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wer so inflationär mit diesen Begriffen um sich schmeißt, weil ihr dürft nicht vergessen, der Begriff Rassismus, was das für einen Ursprung hat, was er damit ausdrückt. Er will mich als Rassisten framen. Okay, dann gib mal weiter deine Lehrgänge. Also da sollte der Arbeitgeber tatsächlich mal die personelle Besetzung überdenken, weil wenn dieser Typ in der Lage ist, Lehrgänge über Rassismus zu geben, ja, dann ist in der Pflege wirklich alles möglich. Ja, und auch die Wissenschaftlerin unseres Vertrauens wiederholte diese Vorwürfe, ich sei Rassist, wieder und wieder in ihren Twitter-Posts. Ja, guck mal, sie postet halt, naja, ich habe meiner Community jedenfalls beigebracht, ausländische, gelesene Kollegen nicht als Affen zu beschimpfen, habe ich außerdem nicht, und überhaupt nicht ad hominem zu argumentieren. Bruder, sie ist einfach die Pflegeschuljoka. Sie ist einfach die Pflegeschuljoka. Dann schreibt sie, weil das rassistisch ist. Ad hominem zu argumentieren ist immer rassistisch übrigens, laut ihr. Okay, ja, es ist... Okay, naja, kann man so hinnehmen, ne? Ist halt Quatschgelaber, aber gut. Angeblich sollte ich dunkelhäutige Kollegen als Affen bezeichnet haben. Ja, stimmt. Und das Ekelhafte und Perfide an der Sache ist einfach, dass man diese Diskussion, ich sei Rassist... Ey, Aluna, grüße erstmal. Gut, dass du dabei bist. Dann brauche ich dir nicht schreiben. Ich brauche ein Thumbnail. Ich brauche ein Thumbnail für das Video. Mach mal so ein Update draus. So ein, ja, Anzeigen-Update. Du weißt schon, was du machen musst. Du machst es immer gut. Kuss geht raus. Guck mal, das ist der direkte Dienstweg, oder? Der direkte Dienstweg, von dem immer alle reden. Unter einem Instagram-Beitrag des Springer Verlags veröffentlicht hat, wo ich dem Springer... Kuss an Aluna, sie ist meine Designerin des Vertrauens. Springer Verlag ein Interview über meine Exposed-Formate und über die Patientensicherheit gegeben habe. Das alles, um mich möglichst öffentlichkeitswirksam zu diskreditieren. Mich öffentlich unter so einem Beitrag, wo es um die Patientensicheit ging, so zu... Sorry, Chat, genau, wenn du einmal hier bist, kannst du auch arbeiten. Erstmal hier die Annie the Duck-Karte gezogen. War nicht so gemeint übrigens, ne? Also ich brauche es schon, aber lass dir Zeit, bitte. Zu diffamieren ist nicht nur mir gegenüber absolut respektlos, sondern auch bezogen auf das eigentliche Thema des Interviews absolut unmoralisch. Ja, und im Verlauf dieser Verleumdungskampagne machte dieser Maurizio immer mal wieder deutlich, er hätte angeblich Beweise für seine Anschuldigung. Ja, die er angeblich auch der Staatsanwaltschaft übergeben hat, also da kracht's aber mal komplett. Aber Leute, ihr kennt mich, ich bin transparent mit meinen Informationen, also würde ich sagen... Also ganz im Ernst, ne, ich weiß nicht, wer von euch da irgendwie bei der Polizei arbeitet, irgendeiner, der mit Rechtswesen was zu tun hat, Staatsanwaltschaft, Anwalt, Polizei, I don't know. Wenn eine Staatsanwaltschaft seit Januar oder seit Frühjahr gegen mich ermitteln würde, dann hätte ich doch jetzt im September mal irgendeine Benachrichtigung bekommen, oder? Also es kann ja wohl nicht sein, dass die angeblich das ganze Jahr gegen mich ermitteln, aber ich von nichts weiß. Sorry. Schauen wir uns den Ausschnitt mal selbst an, der mich jetzt hier als Rassist entlarvt, oder? Dabei handelt es sich nämlich um einen Ausschnitt, der inzwischen 2 Jahre alt ist, bei dem ich leider... So, und jetzt müsst ihr euch outen, Chat. Wer war in dieser guten alten Zeit noch dabei, wo ich damals angefangen habe, auf TikTok zu streamen aus der Küche? Bruder, wer da dabei war, der hat wirklich alles gesehen. auf TikTok Fragen zu meinen damalig aktuellen Exposed-Fällen beantworte. Und Leute, wirklich, ich glaube danach, nach diesem Take, werde ich wirklich gecancelt. Ernsthaft. Naja, wir schauen mal rein. Vielen Dank fürs Teil des Livestreams. Ganz kurz, ich muss introducen. Das waren meine Livestreams von TikTok. Damals habe ich halt, wie ich heutzutage auf Twitch mache, Updates gegeben zu meinen aktuellen Videos. Ne? Das ist im Prinzip das, was ich da mache, wie hier. Wo ich jetzt gerade ein Update gebe. Das habe ich da damals auf TikTok gemacht. Und da seht ihr, ich weiß nicht, ob es gut leserlich ist, aber ein User hat halt geschrieben, wie hat der Arbeitgeber von dem Affen reagiert? Hier mit dem Affen-Emote. Ich habe quasi diese Aussage aufgegriffen und habe daraus resultierend nur eine Antwort gegeben. Ja, oder zitiert. Ja, kann man auch so sagen. Aber in der Kommunikationsart, die ich da anwende, ist es so, dass ich die Fragestellung aufgreife, um das für den Zuschauer des Livestreams ein bisschen verständlicher zu machen. Ich habe selbstverständlich niemand als Affen beleidigt, ja. Und ich werde gleich noch drauf kommen, es geht da halt auch drum, dass da nicht mal ein dunkelhäutiger Kollege gemeint war. Wie hat der Arbeitgeber von dem Affen reagiert? Der Arbeitgeber von dem Affen hat höchst richtig reagiert und zwar eine fristlose Kündigung ausgesprochen und die Kripo war auch vor Ort. Nein, 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 nein! Ja, und das waren die Beweise. Hier greife ich ganz offensichtlich eine Fragestellung eines Livestream-Zuschauers auf, bei dem dieser gefragt hat, wie der Arbeit...
die Leute sind ja nicht doof. Die wissen, dass ich da eine Fragestellung aufgegriffen habe, die framen es aber trotzdem als Rassismus, einfach weil die mir irgendwie an den Karren pinkeln wollen. Und jetzt frage ich euch mal, was hat das mit meinen Exposed-Videos zu tun? Sie argumentieren ja immer, dass sie gegen meine Exposed-Videos sind, dass ich Doxing, Bullying und so weiter betreiben würde. Also erste Frage, warum graben die ein 2 Jahre altes TikTok-Live von mir aus, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, woher haben die das? Die müssen das ja über 2 Jahre gespeichert haben, wie Mimi auf seiner Festplatte. Unfassbar. Da muss irgendeiner seine Bibliothek durchgegangen sein und sich gedacht haben, boah, von diesem blonden Kevin habe ich doch noch eine Aufnahme, oder? Das geht gar nicht anders. Es ist einfach unfassbar, ne? Arbeitgeber des Affen, also des Livestreamers, reagiert hat. Und auch wenn ich literally jeden Livestreamer, der auf TikTok Patientendaten doxt, völlig unabhängig seiner Hautfarbe als Affen bezeichnen würde, habe ich hier lediglich die Fragestellung aufgegriffen. Es waren ja also faktisch nicht mal meine Worte. Mir anhand dieses Ausschnittes Rassismus zu unterstellen, ist auf jeden Fall echt wild. Aber es kommt noch viel besser. In diesem Ausschnitt meines TikTok-Livestreams, was übrigens illegalerweise screenrecorded wurde, sagte ich sogar, dass die Kripo vor Ort war. Und ja, Freunde, im Rahmen meiner Exposed-Videos gab es genau einen Fall, wo die Kripo nach meiner Recherche vor Ort war. Und zwar folgender. Wie alt ist die denn, dass sie so abgeht? Das war halt ein sehr, sehr krasser Fall, der einer meiner, in Anführungsstrichen, erfolgreichsten YouTube-Videos war. Ich glaube, es hat inzwischen 125.000 Aufrufe und so weiter. Und dieser Fall war besonders schlimm. Kurz zum Hintergrund, das habe ich in dem Video, glaube ich, gar nicht so sehr erwähnt. Hier unten links ist der Streamer, der die Glatze hat. Der ist Psychiatriepfleger damals gewesen und der hat eine offensichtlich psychisch erkrankte oder psychiatrisch erkrankte Frau im Stream live beleidigt. Das war ganz anderes Level. Und der Kollege, der daneben sitzt mit der Cappy, der hat auch eine Anzeige bekommen, weil er zu Unrecht in dieser Einrichtung zu Gast war. Das war halt Real Talk, einfach nur ein Freund von diesem glatzköpfigen Streamer hier. Das war ganz, ganz ekelhaftes Verhalten, weil man sich hier auch in einem, ja, TikTok-Live mit mehreren Menschen über diese Frau lustig gemacht hat. Und das haben in dem Moment auch über 50 Livestream-Zuschauer gesehen. Das ist halt aus doppelt und dreifacher Sicht moralisch verwerflich. Nicht nur, weil du da Patienten doxst, du beleidigst Patienten auch noch, du verhältst dich quasi unfassbar ekelhaft und dann lachst du auch noch über diese Menschen. In allerletzter Konsequenz muss man hier sagen, dass das absolut, genau, niederträchtig ist, weil man hier auch über psychiatrisch erkrankte Menschen lacht. Das ist unmenschlich. Und so ein Mensch hat in der Pflege nichts verloren und auf den Menschen habe ich mich bezogen. Da ging es, wie gesagt, nicht um einen Dunkelhäutigen. Und es ist mir auch komplett egal. Wie gesagt, ihr könnt dunkelhäutig sein, ihr könnt egal an was glauben, ja, ihr könnt homosexuell sein, hetero, ist mir vollkommen egal. Also mir Rassismus zu unterstellen ist eh das Allerletzte. Eine Alkoholikerin, die ist krank, ist die Alte. Krank. Boah, jeden Tag Spaß im Haus. Ja, und die anderen 3 Streamerinnen haben sich auch mit strafbar gemacht. Ja, die lachen halt da. Es ist halt, wenn sie nicht vom Gesetzgeber her Post bekommen haben, wahrscheinlich haben sie da keine Konsequenzen zu befürchten, haben sich aber auf jeden Fall moralisch strafbar gemacht, weil wer hier über kranke Menschen lacht, der ist eh verloren. Ich werde mich dazu äußern mit der ganzen Sache, was sie hier erzählen, mit der Pflege etc. etc. Ich werde mein Statement dazu machen und ich hoffe, es sind zahlreiche Leute da, um 22.30 Uhr, dass ich mein Statement dazu abgebe, weil das, was hier im Moment auf TikTok abgeht, was sie hier machen, das geht nicht mehr und ich möchte bitte, dass ihr dabei seid. Ja, das war halt seine Reaction auf seine Kündigung. Also er wurde halt im Verlauf meiner Exposed-Videos gekündigt und auch, ja, die Kripo war halt vor Ort, habe ich euch ja gesagt. Also ich glaube das Geheule nicht. Ich glaube, ich kaufe ihm das nicht ab, dass er so emotional eingebunden war, weil ihr merkt das alleine an der Art und Weise, dass er in diesem Heul-Statement 3-mal die Uhrzeit sagt, wann er live geht und das auch noch unten einblendet. Hört einfach mal zu. Ich werde mich dazu äußern mit der ganzen Sache, was sie hier erzählen, mit der Pflege etc. etc. Ich werde mein Statement dazu machen und ich hoffe, es sind zahlreiche Leute da, um 22.30 Uhr, dass ich mein Statement dazu abgebe, weil das, was hier im Moment auf TikTok abgeht, was sie hier machen, das geht nicht mehr und ich möchte bitte, dass ihr dabei seid um 22.30 Uhr, bitte. Ja, also Bruder, wenn ich so emotionalen Anfall habe, ne, dann sage ich doch nicht, ich hoffe, ihr seid alle dabei um 22.30 Uhr. Ich will auch ein bisschen Werbung machen, aber ich muss heulen, ja. Warte, wir können das gerne nachstellen, wie er das ungefähr macht. Warte, jetzt kommt bestes Holy Placement EU West, ja. Ihr werdet niemals ein geileres Placement für Holy gesehen haben. Mir geht so schlecht, Leute, ich wurde angezeigt. Bestellt euch bitte mit dem Code Kevin5 bei Holy und gönnt mir, ja. Bitte alle mit dem Code Kevin5 oder KevinITS. Spart ihr 10% bei Holy, bitte bestellt bei Holy. Kevin5 als Code, Kevin5 als Code, ja. Bitte bestellt euch. Aber holy, es ist traurig. Ja, ist euch was aufgefallen? Der Kollege, um den es in diesem besagten Exposed-Video ging und über den ich in meinem TikTok-Livestream gesprochen habe, ist nicht...
RTL will seine Schauspieler zurück übrigens. Mal dunkelhäutig. Mir aus diesem 2 Jahre alten Livestream unterstellen zu wollen... Mit den Tränen wische ich mir den Holy. Oh Mann, Noel. Ich sei Rassist und würde dunkelhäutige Kollegen als Affen bezeichnen... Ist doch einfach nicht euer Ernst, oder? Es ist peinlich. Wirklich peinlich. Außerdem möchte ich abschließend festhalten, dass Affen wirklich süß sein können. Aber Freunde, der allergrößte Witz des Tages, der kommt jetzt erst noch. Anschnallen. Denn als diese toxische Pflegebubble festgestellt hat, dass weder die Bedrohung noch die Verleumdungskampagne... Jetzt wird's erst richtig wild, ja. Wir reagieren schon 33 Minuten, ich übertreibe immer wieder maßlos, aber jetzt wird's erst richtig interessant. ...mir irgendeinen Effekt auf mich hat, beziehungsweise ich mich krass dagegen wehren werde, geht man jetzt noch einen Schritt weiter. Man hat mich nämlich ernsthaft bei der Polizei Berlin angezeigt. So viel zum Thema, man kann mit Kritik gut umgehen. Und jetzt kann ich euch was sagen, ne? Man hat mich ja wegen Urheberrecht angezeigt, weil in ihrem Thumbnail war ja ihr Gesicht, obviously. Monia, kurzer Hinweis, du bist doch selber in einem Video auf YouTube zu sehen. Wir haben uns doch nur das Video genommen, was öffentlich einsehbar ist und haben daraus ein Thumbnail gemacht und haben sogar einen Quellverweis gegeben. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die Anzeige könnte eventuell schneller fallen gelassen werden als, ja, mir fällt kein Vergleich ein. Lost in Space. Und nach dem, was wir jetzt alle schon gehört haben, ist der... Also Freunde, das ist Quatsch, ja. Die hat mich angezeigt wegen Verleumdung und das verstehe ich schon alleine nicht, weil das sind Inhalte, die ich von ihr aufgreife. Ich poste quasi ihre Inhalte und beziehe dazu Stellung. Ich meine, sie hat das selber gesagt, ja. Sie hat selber gesagt, die Altenpflege ist scheiße, die Altenpflege könnte nicht lesen und so weiter. Das ist das, was sie gesagt hat. Das habe ich auch aus keinem Kontext gerissen oder sonst was. Und wenn man sie dann auf ein Thumbnail packt, weil sie öffentlich zugängliche Accounts hat, sorry, that's life. Solange ich eine Quellangabe angebe, ist alles okay. Ihn angezeigt. Und nach dem, was wir jetzt alle schon gehört haben, ist der Grund der Anzeige irgendwie schon ein bisschen lächerlich. Verleumdung, Verstoß Kunst-Urheberrechtsgesetz. Ihnen wird vorgeworfen, von der Geschädigten Bild-, Ton- und Videomaterial zu verfälschen und dieses öffentlich zur Schau zu stellen. Des Weiteren sollen sie die Geschädigte durch diese Inhalte verleumden. Sachverhalte verfälschen? Ja, ist halt Quatsch, ne? Ist halt wirklich Quatsch. Und die Wissenschaftlerin verleumden? Spielt sie jetzt gerade ernsthaft die UNO-Reverse-Karte? Ich lasse mich von Boos vertreten, ne? Einige wissen das ja und Boos hat da auch schon die Ermittlungsakte angefordert. Das dauert aber ein bisschen. Wir haben die Akte angefordert vor inzwischen 1,5 Wochen. Sie wird dann irgendwann kommen, dann beziehe ich Stellung, dann wird es halt so seinen Weg gehen. Kurzer Hinweis an der Stelle auch, für diese Sachen rund um meine Exposed-Videos und so weiter habe ich eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, wo ihr übrigens ultimativ eskaliert seid, ja. Wir sind aktuell bei unfassbaren 12.000, ja, hochgerechnet 12.900 Euro. An alle, die dies nicht wissen, ich sammle das Geld natürlich nur für die Anwälte. Ich bereichere mich daran nicht. Ich habe hier unten auch aufgeführt, worum es geht. Und ich habe auch reingeschrieben, dass, wenn ich alle meine Anwaltsrechnungen gedeckt habe, dass wir das einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen lassen. Das heißt, aktuell ist die Überlegung, dass wir das einem Kinderhospiz zugutekommen lassen. Aber das entscheiden wir, wenn das alles vorbei ist, ne? Ihr wisst selber, Anwaltsgedöns dauert halt ein bisschen länger. Und ich kann euch nicht sagen, wann letztendlich das dann eintritt, dass wir was spenden können oder nicht spenden können, aber ihr habt Brief und Siegel, dass ich mich daran nicht bereichere und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Man macht inzwischen auch keinen Halt mehr davor, meine Werbekunden wie Holy oder Holzkern öffentlich anzuschreiben. Und hier markieren sie halt Holzkern zum Beispiel, ne? Ich bin halt auch Holzkern-Partner gewesen oder jetzt bei Twitch aktuell auch noch und sie versucht mir hier halt meine Kooperation kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie ein Flashback wieder bekommt, aber sich auf den Feminismus beziehen, alle Männer sind scheiße schreien, dann noch die Werbekunden anschreiben. I don't know, aber das kommt mir alles so bekannt vor. Und zu versuchen, mir diese Partnerschaften kaputt zu machen. Ich wüsste, wer da als Vorbild agiert. Ups. Aber ups. Wie lächerlich diese Menschen in Wahrheit wirklich sind. Das beweisen sie oft genug selbst. Man machte sich nämlich wieder einmal öffentlich über meine GoFundMe-Page lustig und versuchte dann zusätzlich noch, den Sinn dieser Kampagne bewusst falsch wiederzugeben, um mich wieder zu diffamieren. Angeblich würde ich also Geld sammeln, um eine Anzeige gegen mich zu verhindern. Guck mal, da hat sie noch gelacht. Das wird auch schlecht altern, Freunde. Also das ist erstens rechtlich gar nicht möglich, mit Geldbeträgen eine Anzeige zu stoppen und zweitens ist es komplett falsch, Framing. Ich sammle das Geld, um die Hetz- und Verleumdungskampagne gegen mich zu stoppen und mich weiterhin für das Patientenwohl und die Patientensicherheit einzusetzen. Ja, und durch ihre Aktion trat übrigens der ultimative Streisand-Effekt ein. Die Community ist komplett ausgerastet und hat mir inzwischen über 12.000 Euro dagelassen. Und diese Kampagne ist, by the way, dafür ausgelegt, dass ich nach...
Genau, das habe ich euch ja gerade erzählt. Abzug meiner Anwaltskosten, all das Geld, was überbleibt, einer gemeinnützigen Organisation spenden werde. Und das habe ich sogar genau da reingeschrieben. Also von wegen, ich würde mit dem Geld eine Anzeige stoppen wollen. Das ist einfach Bullshit. Naja, als Frau Wissenschaftlerin gesehen hat, dass sie mit ihrer Verleumdungskampagne, ihrer Anzeige und mit den ganzen Bedrohungen nicht weiterkommt, dürft ihr jetzt mal raten, was sie dann getan hat. Ja, sie ist komplett in Panik verfallen, hat all ihre Accounts auf privat gestellt und mich überall blockiert. Ja, dazu habe ich auch ein kleines Update, weil ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, sie hat ja einen Pflegeblock. Ja, jetzt kommt wieder meine Lieblingsstory. Sie hat ja einen Pflegeblock, wo sie unter anderem über mich hergezogen hat und dann im Verlauf gemerkt hat, na gut, so ganz datenschutzkonform ist das wohl auch nicht. Da hat sie ja erstmal, wir gucken uns das mal zusammen an, das ist der Blog von ihr, hat sie ja zuerst einmal die ganzen Dateien, die jetzt wieder online sind, hat sie offline genommen. Komischerweise sind die Sachen jetzt schon wieder online. Das heißt, sie möchte mich anzeigen und wir scrollen mal ein bisschen runter. Hier postet sie meine Stories. Darf sie eigentlich nicht, aber gut, ich habe sie ja auch gezeigt. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, sie anzuzeigen, aber dadurch, dass sie dasselbe auch macht, nimmt sie sich quasi die Grundlage, da zu klagen. Also ich meine, was will sie dem Richter sagen? Ich veröffentliche ihr Gesicht, während sie mein Gesicht auch veröffentlicht? So, Bruder, das funktioniert so nicht. Und dann macht sie auch noch einen groben Fehler, und zwar veröffentlicht sie, meine Insta-Stories darf sie normalerweise auch nicht. Und dann hier, Insta-DMs. Sie veröffentlicht einfach meine privaten Insta-DMs, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan habe. Das heißt, auch da, vor Gericht, ne? Was will sie denn machen? Will sie dem Richter sagen, ja, der veröffentlicht irgendwelche privaten DMs oder irgendwelche Twitter-Beiträge von mir, während sie auf ihrem Blog meine DMs veröffentlicht? Abgesehen davon, dass ich ihr total lieb geschrieben habe, ne? Ich habe geschrieben, hey Monja, du beschwerst dich durchgehend darüber, dass ich angeblich Kritik, wie du sie nennst, blockiere. Mir haben inzwischen bestimmt 20 Menschen geschrieben, die dich kritisiert haben, die du geblockt hast. Ist das etwa Doppelmoral-Gate? Und sie schreibt einfach nur armes Hasi. Sie schreibt einfach nur armes Hasi. Und da hat man auch keine zwei Fragen mehr, ne? Da weiß man auch, um welche Frau es sich hier handelt. Supergeil, wunderbar, total, total selbstreflektierend, echt ekelhaft. Und hier oben hat sie übrigens ein Impressum. Mein Gott, ich stotter schon wieder. Und das Impressum ist auch heute, auch einen Tag nach meinem Video, nicht aufrufbar. Also Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Und da hat wohl jemand ordentlich die Hosen voll. Mann, ist das peinlich. Ja, was kann ich also abschließend mal wieder festhalten? Gut, den Abschluss brauchen wir uns nicht angucken. Ich habe euch alles gesagt, es gibt eine Abmahnung gegenüber diesen, ja, wir nennen ihn einfach Ascaron 2.0. Ja, dieser Maurizio ist quasi ihr Ascaron. Wir stellen ganz krasse Parallelen fest zur Shoyoka-Bubble und ihre Anzeige hat eigentlich keinen Sinn. Ich bleibe dabei, ich setze mich nach wie vor im Rahmen meiner Exposed-Videos und auch so für Patientenschutz ein. Das ist einfach, ja, die Mission habe ich mir eines Tages mal selber gegeben und ich finde es einfach richtig und wichtig, was wir da machen. Und ich habe inzwischen eine Reichweite mit euch zusammen aufgebaut, wo wir wirklich was bewirken können. Und in der Vergangenheit habe ich es oft genug bewiesen, dass meine Tätigkeit halt dazu geführt hat, dass wir, ja, Streamer haben kündigen lassen können, völlig zu Recht, auch wenn es hart klingt, oder dass wir zumindest Patienten schützen konnten. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich danke euch auf jeden Fall für diesen heftigen Support. Lasst gerne auch einen Klick und ein Like auf meinem Hauptvideo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns, ja, beim nächsten Video, würde ich sagen. Gerne einmal Anzeige als Algorithmus-Kommentar in die Kommentare und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.